Nächster Kampf heute. Ach du Scheiße. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Gut, dann einmal hier jetzt was essen. Fleisch. So, das ist voll alles. Dann versuchen die Ausdauer noch hochzubringen auf die 7 und dann direkt den Kampf machen. Na komm, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es, Bro. Komm. Ein bisschen noch, dann haben wir die 7 voll. Jawohl. Gut. Noch mal kurz und dann machen wir jetzt den Kampf. So. Kämpfe. Das ist ja der, der auf Platz 1 war. Blitzschlag raubt deinem Gegner 30% seiner Energie. Rückhandschlag. Kräftiger Schlag kostet viel und tut viel weh. Wenn der Angriff deines Gegners erfolgreich geblockt wird, erhöht sich vorübergehend deine Stärke. Unendlich Energie. Hast du weniger als 20% Energie, kosten alle deine Talente 70% weniger. Ach, Scheiße. Uiuiui. Das könnte jetzt... Na komm. Komm. Ich frage mich, wir weichen die ganze Zeit aus, erfolgreich, aber er kriegt fast keinen Schaden dabei. Und wir haben fast keine Energie mehr. Nein, nein, nicht vorher. Nein! Oh. Boah. Es wird ein knapper Kampf, weil wir haben ganz schön Probleme mit unserer Energie. Wir müssen mehr ausweichen. Ah, oh, das... Eieieiei. Komm. Komm. Nicht nochmal niederschlagen lassen, kurz vor Ende. Wow. Ich glaube, wir müssen den hier rausmachen. Wir müssen einen billigeren Schlag. Der Tritt kostet 7. Wir machen den jetzt rein. Das wird schon wieder so ein knappes Ding. Ich glaube, das verlieren wir. Der haut uns so die Fresse voll. Komm, einen noch. Nein! Ah, Mist! Mist, Mist, Mist. Wo sind wir denn in der Liga? Wieso sind wir nicht gegen den hier angetreten? Der war direkt vor uns, der hatte mehr Punkte als wir. Eieiei. Gut. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Übungskampf. Und dann werden wir uns... Wir können uns eigentlich jetzt richtig dem Training widmen. Weil wir haben 6 von diesen Kräutertränken, damit kriegen wir gut zurück. Wir kriegen alle 3 Tage, ohne dass uns irgendwas abgezogen wird, 100 Dollar. Also das sieht schon mal richtig gut aus. Da müssten wir gut mit hinkommen. Na komm. So. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Zu Fuß. Essen brauchen wir jetzt nicht. Wir trainieren jetzt. Wir versuchen jetzt die Ausdauer und das Geschick hochzubringen. Wir haben ja so gesehen genug Zeit zum Trainieren. Das Blöde ist unsere Gesundheit. Ja, da müssen wir dann was essen, damit die wieder hochgeht. Ja. So, Tageswechsel.
und weiter geht's. Gut, im Fitnessstudio könnte man jetzt mehr trainieren, aber was soll's. Ja, ich glaube, das machen wir. Obwohl, am nächsten Tag ist ja jetzt schon, dass wir für Bobo arbeiten können, wieder. Ja. Schlaf mal ein bisschen. Ruh dich aus. Da steigt auch die Gesundheit hoch. Dann essen wir jetzt was. Dadurch steigt die Gesundheit ja auch noch mehr. Wir nehmen Pizza. Genau, und einmal Fleisch. Sehr schön, jetzt ist alles komplett oben. Jetzt werden wir einen Tag noch hier trainieren, dass wir bei Tag 200 nochmal zu Bobo gehen können. Wieder 100 verdienen. Von dem Geld können wir dann wieder Essen kaufen. Also so langsam wird's. Hat lang genug gedauert, also 200 Tage, um hier bestehen zu können. Ist schon ein Brocken, aber naja. So, ich glaube, wir waren hier bei 9 Uhr rum, wo wir das letzte Mal bei Bobo waren. Da müssen wir jetzt gucken. Normalerweise müssten wir jetzt auch noch eins der anderen beiden Geräte, also dieses Wing Chun da, holen. Dass wir noch eine dritte Möglichkeit zum Trainieren haben. Bei dem geht ja auch das Geschick sehr gut hoch. Weil hier immer im Wechsel ist, glaube ich, nicht so produktiv. So. Gut, wir warten jetzt bis hier. Genau, stopp. Dann gehen wir jetzt zu Bobo. Und arbeiten. Etwas Geld verdienen. Yo, es ist Zeit. Sehr schön. Und wir bekommen 100 dafür. Also, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen als erstes zur Muckibude. Machen einen Übungskampf. Da bekommen wir 3 und dann können wir direkt das nächste Talent erlernen. Das ist sehr gut. So, komm, komm, mach hin, weiter. Achso, ich habe ja immer noch hier den normalen Karate-Tritt. Ui. Ich mach wieder den hohen Rückhandschlag rein. Das hat mir besser gefallen. So. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwas kriegen, dass wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen. So, damit haben wir das. Jetzt können wir hier tiefer Tritt Angriff überspringen. Erhöht die Chancen, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du Angriffen erfolgreich ausweichst, erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Nee, das ist was, was wir gar nicht gebrauchen können. Schuhe wären praktisch. Was haben wir hier jetzt? Reisesser. Wer hat behauptet, dass es einfach sei, mit Stäbchen zu essen? Du erhältst 15% mehr Geschick beim Training. Unaufhaltsam.
Oh, hier. Dein Geschick sinkt nicht unter 13. Gut, das können wir später holen. Ich bin jetzt am Überlegen. Das hier oder das hier? Gegenreaktion wird 25% zurück, das hier 40%. Du wirfst den erlittenen Schaden zu Beginn der Angriffsphase auf deinen Gegner zurück. Boah. Das ist natürlich bombastisch. Jedes Mal, wenn du einen Angriff ausweichst, besteht die Chance, dass dein Geschick um 10% steigt. Also ich würde sagen, wir machen jetzt hier mehr Geschick beim Training. Und Stadtkarte zu Fuß. Tag ist vorbei. Wir kaufen uns den Wing Chun. Ja. Den kaufen wir. Dann einmal zum Supermarkt. Kühlschrank voll machen. Und nach Hause ein bisschen schlafen, solange bis unser Essen weg ist. So, gut, das haben wir jetzt. Und dann zweimal Fleisch rein drücken. Und ab geht das Training. Also wenn wir jetzt nochmal 15% mehr kriegen, das ist natürlich bombastisch. Ja, steigt doch um einiges schneller. So, jetzt können wir hier auch dran gehen. Da steigt zwar alles 3, aber am meisten steigt das Geschick. Das ist sehr praktisch. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir nicht beim Tageswechsel unter die 9 fallen. Weil wir wollen jetzt stetig nach oben. So. Ja. Gut, dann gehen wir hier jetzt nochmal dran. Bei Tag 200 waren wir das letzte Mal bei Bobo. Wir versuchen jetzt durchzutrainieren. Die 9 auf jeden Fall halten. Ich sag mal, Energie verbraucht man momentan nicht viel. Das meiste, was wir verbrauchen, ist Essen. So, hier können wir auch wieder. So, wenn die Nahrung vorbei ist, gucke ich mal, ob ein Ligakampf kommt oder ein Ultimate Fight. Wir melden uns für den Ligakampf an. Und ich schaue mir jetzt mal einen von diesen Kräutertränken rein. Zweimal Fleisch. Versuche jetzt noch die Ausdauer auf 8 zu bringen. Na komm, vorm Tageswechsel noch, komm. Jawohl, das haben wir. Und jetzt mache ich noch einen Ultimate Fight. Ja. Ultimate Fight kämpfen. 3, 4, 6. Wir haben das alles drin hier. Gut, passt. Ja, sehr schön. Weiter, jawohl. Ja, von der Energie her ist es ziemlich ausgeglichen. Ja, Mist. Er zieht uns halt auch jedes Mal Energie ab. Wir müssen das jetzt halt versuchen, hier über ein bisschen über die Zeit zu bringen. Na komm.
Boah. Er muss unbedingt mehr Energie verlieren. Das wird... Boah, Runde vorbei. Sehr schön. Er hat noch ein HP. Sehr schön. Wieder ein Ultimate Fight gewonnen. 40. Passt. Das ist doch sehr schön. So, dann ab nach Hause. Weiter trainieren. Wing Chun. Ja, ist nicht mehr so effektiv. Dann machen wir jetzt gleich, wenn der Tag vorbei ist, Punching Ball. Und danach machen wir Laufband. Heute können wir auch wieder für Bobo kämpfen, für Bobo Geld eintreiben. So, aufs Laufband. Ja, es hat jetzt lange gedauert, aber wir kommen endlich hoch. Das ist sehr schön. Da hat sich die Mühe endlich gelohnt. So, ein paar Liegestütze zwischendurch. Der Ligakampf müsste morgen oder übermorgen sein. So, jetzt müssen wir zu Bobo. Zu Fuß.